Hallo Leute, hier ist Miki von autoimmunpaleo.com. Ich habe gestern die weiterentwickelte Kopie meines Kochbuchs erhalten und das wollte ich euch ein bisschen zeigen. Mir wurden sehr viele Fragen gestellt und viele von euch haben eine lange Zeit auf dieses Buch gewartet. Ich schätze eure Geduld sehr. Und ich wollte denjenigen von euch, die ein E-Book haben, ein paar der Unterschiede zwischen dem und der Print-Version zeigen. Und wie ihr sehen könnt, wurde dieses Buch komplett neu designt. Es gibt so viele Fotos mehr. Ich denke, es sind ca. 170 Fotos. Ich habe die Lebensmittellisten überarbeitet, Lebensmittel, die man meiden sollte und Lebensmittel, die man mit einbeziehen sollte. Viele Informationen über Nährstoffdichte, verschiedene Dinge, die du tun kannst, um deine Autoimmunkrankheit zu lindern, wie man Lebensmittel wieder eingliedert. Und so ist der erste Abschnitt hauptsächlich für einen grundsätzlichen Überblick über das Autoimmunprotokoll da. Und der nächste Abschnitt ist im Grunde genommen darüber, wie man die Küche ausstattet, welche Vorratsartikel man haben sollte, einige einfache Rezepte für Dinge wie Knochenbrühe, die ich wirklich empfehle, das Autoimmunprotokoll mit inbegriffen, fermentierte Lebensmittel, fermentierte Getränke und ich habe auch Tierfett dabei, Kokosnusskonzentrat, Kokosnussmilch, die ich für viele meiner Rezepte brauche und dann ein paar Werkzeuge. Und dann habe ich einen Teil, der Tipps und Tricks heißt, in dem ich euch mehr Informationen dazu gebe, wie man Lebensmittel auswählt, wie ein kurzes Einkaufshandbuch, ein paar Ideen, wie man stapelweise für mehrere Mahlzeiten kocht und einfach Dinge, die den Übergang zum Autoimmunprotokoll viel leichter machen. Spezielle Frühstücksideen, das ist eine große Frage, die ich oft gestellt bekomme. Und dann normalerweise der Lieblingsteil von allen, die Essenspläne. Mit diesen Plänen habe ich ein paar Gerichte für jeden Tag der Woche geplant. Und dann sind alle Gerichte in dieser Farbe hier in dem Essensplan die, die ihr völlig neu kochen werdet. Also die schwarzen sind Reste und dann könnt ihr sehen, dass ihr während der Woche nicht drei Mahlzeiten am Tag kocht. Das spart sehr viel Zeit. Und dann habe ich Einkaufslisten für alle Essenspläne, zweimal wöchentlich. Und dann habe ich einen Essensplan zum Abwechseln. Der ist ein bisschen leichter, da gibt es kein Protein bzw. ist da keine Fleischoption für das Mittagessen. Also ist es ein bisschen besser für Menschen, die vielleicht Geldsorgen haben oder die keinen Zugang haben zu Fleisch von Tieren, die wild gefangen wurden oder auf der Weide waren. Und dann kommen die Rezepte, die werde ich euch nicht alle zeigen, aber ich werde ein bisschen zufällig durchblättern, damit ihr eine Idee davon bekommt. Das hier ist eins von den ganz neuen. Viele Dressings und Soßen und Appetitanreger. Manchmal habe ich zwei Rezepte auf eine Seite gemacht und dieses Foto hier passt zu beiden. Aber meistens hat jedes Rezept ein eigenes Foto, damit ihr nicht blind irgendetwas kocht, sondern seht, wie die Gerichte am Ende in etwa aussehen. Und am Ende des Buches habe ich ein paar Quellen und Links zu verschiedenen Gruppen, um mehr Informationen zu bekommen, eingefügt. Beschaffung von Lebensmitteln, ein paar Bücher, die ich empfehle. Und das war's. Rezeptverzeichnis und Inhaltsverzeichnis. Danke, dass ihr euch die Vorschau angeschaut habt. Also ich kann es kaum erwarten, das mit euch zu teilen. Danke.